Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Let's Play Star Wars Jedi Knights Jedi Academy. Das ist der dritte Teil. Den zweiten Teil haben wir ja schon abgeschlossen. Und ja, dann starten wir doch einfach mal direkt in ein neues Spiel. Wir spielen auf Schwierigkeitsstufe Jedi, das dürfte eigentlich passen. Und die erste Neuerung ist, wir spielen tatsächlich nicht Cal Katarn, wir spielen einen Jedi, den wir uns selber erstellen können. So teilweise zumindest. So eine schicke Schmugglerjacke. Oh, das gefällt mir ganz gut. Dann können wir noch ein bisschen Farbe anpassen. Aber ich würde es eigentlich fast direkt bei Weiß belassen. So. Und wir können uns gleich auch nochmal ein komplettes Lichtschwert erstellen. Dann schauen wir mal durch. Das hat eigentlich bis auf optische Aspekte eigentlich keinen weiteren Sinn. Doch, so gefällt mir das ganz gut. Und dann starten wir einfach mal direkt rein. Wir erreichen in ein paar Minuten die Akademie der Jedi. Das wird so fantastisch! Bist du nicht aufgeregt? Wir werden Jedi, lernen die Wege der Macht, konstruieren Lichtschwerter. Natürlich, du hast schon eins. Ich hole mir so ein dummes Übungsschwert und dann... Dachte ich doch nicht so verrückt. Ich weiß auch nicht, aber ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Du wirkst wirklich nervös. Du etwa nicht? Warum auch? Du hast ja schon ein Lichtschwert und bist mir wohl weit voraus. Ich heiße übrigens Rosh. Und wie ist dein Name? Jaden. Wo hast du denn das Lichtschwert her? Das ist eine lange Geschichte. Ich war damals... Festhalten! Ah! Laut und deutlich. Wir mussten ein paar Klicks westlich der Akademie notlanden. Geht es allen gut? Ich denke schon. Gut, wir senden Ihnen ein Shuttle vorbei. Können Sie die Schüler zum nahegelegenen Masasi-Tempel führen? In Ordnung, Akademie. Wir treffen Sie dort.
Ja. Jaden, wir kommen nicht zu Ihnen durch. Gehen Sie zum Tempel. Wir treffen uns beim Shuttle. Jaden, hey! Ich hänge fest, kannst du mir helfen? Warte, und Rush, ich bin auf dem Weg. Schön, dass ihr alle reingedet. Du kommst da drüben rum. Vielleicht kannst du mit deinem Luftschiff die Bäume fällen und eine Brücke bauen. Da wurde ja unser Shuttle, mit dem wir zur Jedi-Akademie fliegen sollten, einfach mal abgeschossen. Und jetzt sind Jaden und Rush, den wir gerade auf dem Flug zur Akademie kennengelernt haben, wohl hier ein bisschen gestrandet und müssen selber unseren Weg in Richtung Jedi-Akademie bahnen. Schmeiß gleich als erstes mal mein Lichtschwert ins Wasser. Das fängt ja schon mal gut an. Na, wenn das mal kein gelungener Einstand war. Schon gleich zweimal das Lichtschwert fallen lassen. Aber... muss doch irgendwie zu öffnen sein. Und außerdem bin ich mir nicht ganz so sicher, ob Rush so ein begabter Schütze ist, dass er uns nicht irgendwann mit seinem Blaster hier selber treffen wird. Das läuft doch schon ein bisschen besser. So. Ja, hier liegt auch gleich noch ein bisschen Heilung rum. Und hier kann ich auch rüber springen. Ich möchte es bestimmt darauf. Ja, das war so ein schönes Fallen. So schön organisch. Wie so ein Baumstamm in echt auch umfallen würde. Mehr von euch. Man muss ein bisschen übers Fadenkreuz zielen, dass man anständig trifft. Oh, das schaut doch aus, als wären wir schon fast am Tempel. Jaden, runter! Auf der Lichtung sind Sturmtruppen. Oh nein, es sind Sturmtruppen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Du hast schließlich das Lichtschwert. Und dann wollen wir den Sturmtruppen doch einmal guten Tag sagen. Und endlich... oh. Da kam ein dunkler Jedi. Was hast du denn? Dann schauen wir mal, ob wir gegen ihn irgendwie ankommen. Ah, das ging ja. Haben wir dem gerade einen Arm abgeschnitten? Auch schön, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass man das machen kann. Was? Hä? Was? Wer sind Sie? Kyle Katarn, zu Diensten. Willkommen im Alltag eines Jedi. Was ist passiert? Wir hatten gedacht, ihr könntet uns das sagen. Ich sah einen hellen Blitz, rannte hierher und sah dich dann hier liegen. Erinnerst du dich an nichts? Ich sah drei Leute.
hielt so eine Art leuchtendes Zepter in der Hand. An mehr erinnere ich mich nicht. Ein Zepter? Das klingt nicht gut. Kannst du stehen? Ja, mir geht es gut. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Du spürst doch ständig eine Erschütterung der Macht. Aber dieses Mal merke ich es auch. Es könnte eine Restaura der dunklen Seite von diesem Tempel sein. Vielleicht. Kyle, willst du nicht? Hier bleiben und das untersuchen? Liebend gern. Dann bring du den Nachwuchs nach Hause. Pass auf, Kyle. Folgt mir alle zum Shuttle. Das war Luke Skywalker. Das glaube ich einfach nicht. Hast du Skywalkers Aufzeichnungen? Ja, bei den ganzen Jedi hier im Dschungel war das ein Kinderspiel. Sehr gut. Und wer hat sie erkannt? Ich heiße alle neuen Schüler auf der Akademie der Jedi willkommen. Wir lehren euch hier die Wege der Macht. Ihr werdet lernen, euch mit dem Lichtschwert zu verteidigen und auch Diplomatie und Geschichte kennenlernen. Es ist die Praxis der Jedi, jeden Schüler einem Meister zuzuteilen. Da wir nur so wenige sind, werden allerdings mehrere Schüler einem Meister zugeteilt. Raitaran ist Meister Horn zugeteilt. Ich kann es kaum abwarten. Rush Pennon, du unterstehst Meister Kyle Katarn. Jaden Kor, du bist ebenfalls bei Meister Katarn. Und jetzt wollen wir mit der ersten Lektion beginnen. Möge die Macht mit euch sein. Da war nichts. Aber die Gegend um den Tempel fühlte sich sonderbar an, als wäre seine dunkle Aura verschwunden. Beunruhigend. Sehen wir uns das später an. Deine Schüler warten schon auf dich. Meister Katarn, es ist eine Ehre, unter ihnen zu dienen. Erstens, bitte nur Kyle. Bei Titeln bekomme ich eine Gänsehaut. Zweitens, ihr dient nicht unter mir. Ich lehre euch und ihr lernt. Mehr nicht. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verletzen. Keine Sorge, Rush, das hast du nicht. Mich verletzen nur echte Profis. Ganz schön viel Dialog am Anfang und es geht wahrscheinlich gleich weiter. Dies ist eines der vielen Trainingsgelände hier an der Akademie. Ich habe euch in zwei unterschiedliche Klassen. Wenn du bereit bist, Jaden, geh durch diese Tür. Rush, folge mir. So. Den Twi'lek weiß ich nicht, ob man kennen kann, aber die andere Person, die das Zepter gehalten hat, die könnte man durchaus kennen. Vor allem, wenn man... Na, ich sag dazu jetzt einfach nicht mehr. In diesem Kurs lernt ihr die Hauptkräfte der Macht kennen, über die jeder von uns verfügt. Im Laufe des Trainings werdet ihr dann neue Fähigkeiten erwerben. Euch steht sowohl die helle, aber auch die dunkle Seite der Macht offen. Die Fähigkeiten allein sind weder gut noch böse. Ihr Einsatz macht den Unterschied. Jeder Jedi ist in anderen Bereichen der Macht stärker. Und es liegt an euch, den eigenen Fokus zu finden. Gut, fangen wir an. Im nächsten Raum findet ihr ein paar Trainingsdrohnen. Mit ihnen übt ihr den Umgang mit dem Lichtschwert. Bereit? Bereit! Und es ist auch schön, Kyle Katarn wieder zu sehen. So, erste Kugel haben wir kaputt. Zweite Kugel ist kaputt. Gute Arbeit, Mann. Das war auch nicht schlecht, Jaden. Euer Lichtschwert ist unschätzbar wichtig. Auch wenn es inaktiv ist, kann es eine potenziell gefährliche Situation entschärfen. Glaubt mir einfach. Beim Training lernt ihr zusätzliche Kampfstile. Wechselt ihr den Stil im Kampf, überrascht ihr den Gegner und gewinnt die Oberhand. Von hier an sprechen wir über den Comlink miteinander. Fahren wir fort. Ja, auch wenn Kyle Katarn jetzt hat... Du musst die Macht einsetzen und über die Schlucht springen. Das sollte kein Problem sein. In diesem Fall
nur unser Lehrer ist. Aber es ist trotzdem schön, ihn immer wieder zu begegnen. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass wir nicht weiter als Kyle Katarn spielen. So, mit dem Machtsprung können wir hier auch ohne Probleme rüber. Von hier in den nächsten Bereich zu gelangen. Was auch nicht sonderlich schwer war. Hey Jaden, das wird dich beschäftigen, bis ich hiermit fertig bin. Oh, hi. Was bist du denn? Kaputt, würde ich mal sagen. Ein Druide mit Lichtschwertadapter. Wird bestimmt irgendeine Art Trainingsdruide oder so gewesen sein. Was hat dich aufgehalten, Jaden? Ach, nichts. Sicher? Es war nichts. Im nächsten Bereich müsst ihr einen Schüttelteil brauchen. Ihr könnt ihn aber nicht mit den Händen erreichen. Vergesst nicht, die Umgebung genau zu untersuchen. Wenn ihr auf einer Mission eine verschlossene Tür seht, sucht nach der zuständigen Wache. Sie hat für gewöhnlich den Schlüssel. Das sind ja alles gute Ratschläge hier. Und hier haben wir auch einen Hebel, den wir mit Griff aktivieren können. Das ist so ein bisschen wie der Jedi-Spielplatz im Vorgängerteil. Lösungen liegen nicht immer auf der Hand. Mit eurem Machtgespür könnt ihr einen Weg aus dem Raum finden. Und das ist eine neue Machtkraft, die wir spendiert bekommen haben. Die gab es im Vorgängerteil nicht. Was es vielleicht an ein paar Stellen einfach gemacht hätte, aber da kann man eben nicht offensichtliche Objekte sehen, auf die man mit der Macht wirken kann. Was ganz schön gelöst ist, im Gegensatz zu diesen doch recht offensichtlichen Zeichen, die dann teilweise im Vorgänger dargestellt waren. Aber hier ist soweit auch nichts mehr. Kaputte Tür. Das ist schön. Oh, hier geht's weiter. Hier müsst ihr schnell sein. Mit der Machtgeschwindigkeit werdet ihr geistig und körperlich schneller und habt mehr Zeit für Entscheidungen. Okay, noch. Auf Geschwindigkeit. Oh, man kann sogar eine Rolle. Das ist ja nicht schlecht. Und hier geht's auch weiter. Und? Habe ich gewonnen? Das war kein Wettbewerb. Tut mir leid, ich... Bei mir solltest du dich nicht entschuldigen. Ist schon okay. Sie sagten ja selbst, es war kein Wettbewerb. Hey, das war ein Scherz. Ich dachte nicht, dass das... Wäre dieser Droide auf Lukes Trainingseinheiten eingestellt gewesen, hätte er Jaden getötet. Was hast du dir gedacht? Jaden, es tut mir leid. Ich kann nicht glauben. Ich wollte nicht... Spaß dir, Rush. Jaden, du darfst wütend sein, aber glaub mir, dass du dieses Gefühl nicht schüren darfst. Das verstehe ich, Meister Katarn. Entschuldigung akzeptiert, Rush. Gut, das wäre geklärt. Und nicht vergessen, am besten Kyle. Ja, Kyle. In Ordnung, Kyle. Okay, ihr seid bereit, das Gelernte anzuwenden. Wie schlagt ihr euch denn in der Welt dort draußen? Kyle, ich habe wegen des Abzeichens nachgeforscht, das wir am Tempel gefunden haben. Es ist das Symbol von Marker Ragnos, einem Sith Lord, der vor 5000 Jahren gestorben ist. 5000 Jahre? Meinst du das ernst? Natürlich meinst du das ernst. Achte dort draußen mit deinen Schülern darauf, ob du was über Anhänger von Ragnos herausfinden kannst. Mache ich, Luke. Wir erhalten unzählige Hilfsgesuche aus der gesamten Galaxis. Da man hier an der Akademie am besten durch Praxis lernt, helfen die Schüler bei allen Arten von Einsätzen. Da du ein Neuling bist,
wird dich Kyle auf den meisten Missionen begleiten und dich instruieren und beschützen. Gut. Dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge auch schon wieder gewesen sein. Wir haben ja auch schon einiges erfahren und das ganze Grundsetting des Spiels schon mal ungefähr vorgeführt bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in den zukünftigen Parts auch mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.